Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen, beziehungsweise Odinwar Einkaufen. Ich habe mir auch was zum Trinken hingestellt. Weil das wird wahrscheinlich ein etwas längeres Odinwar Shoppen. Muss man schnell auf die Uhr gucken. Jo, gleich 18 Uhr. So. Ich muss hier erstmal, bevor wir das machen, und hier ist auch noch was drin und hier auch. So, das kommt ja auch noch dazu. So, das hier ist ja auch noch. Muss mal hier erstmal anfangen, weil die Kleine, also die Große, kommt gleich. Die ist nämlich beim Geburtstag von ihrem Bruder. Und wir waren bis jetzt mit der ganz Kleinen unterwegs. Die ist jetzt oben mit Frauchen essen. Die kommen dann wieder runter. Da habe ich auch ein Produkt geholt. Werde ich am Ende des Videos zeigen oder danach dann zeigen. Was bis jetzt gut geholfen hat. Wir haben es jetzt gerade das erste Mal getestet. Das kam vorhin. Und jetzt hier will ich euch nur schnell die Geburtstagsgeschenke für meine Tochter zeigen, die ich jetzt hier geholt habe. Weil die liegen auch der MP3-Player, der ist immer noch hier auf dem Tisch, der liegt immer noch hier im Karton, so habe ich jetzt hier in den Karton gepackt, weil meine Tochter weiß ja, ich mache hier auch Unboxings und ich kriege Produkte und ich hole die, deswegen schnüffelt die da nicht so rum. Wenn ich das irgendwo im Schrank packen würde oder irgendwo bei mir im Klamottenschrank, da packe ich immer das Alibi-Zeug für Ostern hin, also so eine Tüte mit Osterzeug und so, da weißt du, wo das ist, das guckt sie mal rin. Dann irgendwas Kleines packe ich rein, dann fällt das nicht so oft. Dann die weiß auch nicht, dass ich weiß, dass sie weiß, dass sie da guckt und dass das mein Versteck ist, mein offizielles Versteck. Aber das andere ist dann halt immer hier so gebunkert, damit ihr das nie auffällt. So. Man muss es nur offensichtlich machen, dass es egal ist. Funktioniert auch bis jetzt eigentlich mit Weihnachtsgeschenken, Ostergeschenken, Geburtstagsgeschenken, funktioniert super. Einfach nur offensichtlich gepackt. Dann denkt sie, ach, das ist von der Arbeit. Was für YouTube, das ist scheißegal. Das interessiert sie nicht. So, aber wenn bei mir im Schrank oder irgendwo was ist, was sie nicht weiß oder nicht kennt, zum Beispiel irgendwo, ich würde jetzt hier oben irgendeine Tüte raufpacken oder einen Karton, das ist was Neues, das ist ja komisch, dass der da aus ihrem Blickreich raus ist, dann wird sie skeptisch. So, ich habe einmal hier so eine Farbwechseltafel geholt. Mit Buchstaben und farbigen Smileys sind da auch mit bei. Und dann kann man dann Wörter machen oder was weiß ich. Oder einen Satz oder so. Und das passt aber in den Karton nicht mehr drin. Das habe ich hier in der Tüte noch drin gelassen. Und das packe ich jetzt hier wieder so. Damit man auch wirklich von außen nicht sieht und dann ist das ganz okay. So. Weil dann mache ich jetzt nämlich erstmal die Geschenke, die für meine Tochter sind. Weil die müsste jetzt hier noch im Blick kommen und dann ist das weg. Das hat sich erledigt. Also das war noch. Das muss ich mal hier mal hinpacken. Das war das. Und hier war das noch. Und war da hier auch noch was mit bei für sie? Nee, das war's nicht. So, ach, hier war's. Liegt genau vor meiner Latichte. Und war hier auch noch? Nee, das war's nicht. Das ist allgemein für uns. So, das ist von meiner Frau. So, da habe ich einmal geholt, einen Zauberwürfel, weil der für das Auto gibt langsam so den Geist auf. Der geht ziemlich schnell, also ziemlich leichtgängig. Und sie mag Zauberwürfe total gerne. Da habe ich noch mal ihn für unterwegs geholt. Für sie, zum Geburtstag. So, dann verstecken wir den mal hier wieder drin. So, nee, warte mal, machen wir anders. Machen wir ganz anders. Machen wir ganz clever. Na, komm da her. Was klebst du denn, die Sau? Da klebt ja wie Hulle, ey. So. Ich das mal einzeln. So. Dann habe ich, wie gesagt, den MP3-Player für sie geholt. Mit SD-Karte. Also MP3-Player einzeln und zusätzlich habe ich eine SD-Karte geholt, 16 GB. Da muss ich dann noch Musik drauf machen von ihr. Dann habe ich geholt. Achso, das ist nicht für sie. Das ist für die ganz Kleine. Dann habe ich ihr ein DS-Spiel geholt
Super Mario 3D Land. Sie hat ja den 3DS XL. Das habe ich für sie geholt. Dann kriegt sie wahrscheinlich noch eine ein oder zwei Karten für einen Nintendo eShop. Brauche 39 Euro, brauche ich. Also entweder 2x25 oder 15 und 25. Ich muss mal gucken, was es dafür für Werte gibt. Ich habe da mich noch nicht mit beschäftigt, weil sie will unbedingt Minecraft auch. Also sie hat es auf der PS3, sie hat es auf der PS4, sie will es jetzt auch auf dem DS. Keine Ahnung. Und dann habe ich ihr jetzt noch geholt, weil sie unbedingt sich wieder eine Uhr gewünscht hat. Jetzt fragt ihr euch, ja, ich habe doch schon drei Uhren mal gekauft. Ja, die sind alle kaputt. Nee, zwei Uhren habe ich gekauft, eine kam von Oma. Alle kaputt, alle weg. Jetzt habe ich ihr eine neue geholt, hier mit so einem Herzen drauf und dann hier so ein Glitzer, glitzert so ein bisschen, damit sie weiß, von Kidius. Und da muss ich sagen, da war ich sehr erstaunt und überrascht. Alles von Amazon. Wartet mal, ich packe das mal schnell ein. Da war ich sehr erstaunt. So. Seht ihr? Ich habe das so gut aufgekriegt, ihr habt, damit das hier wieder hält. So. Und dann kann sie da auch nicht reingucken. So. Da war ich sehr erstaunt. Nachdem das da war, habe ich ein Dings bekommen, eine E-Mail von Kidius, also über Amazon haben sie mir die geschickt und da war eine PDF-Datei mit bei mit Uhrenzeiten. Also eine Uhrzeit war vorgegeben, mit wie die Zeiger sind, unten drunter stand die Zeit. Und dann waren zwei Seiten bunt, sah schön aus, kann man schön ausdrucken, das will ich dann nämlich demnächst noch machen. Sie kann die Uhr aber trotzdem, ein bisschen lernen schadet nie. Da standen unten nur die Uhrzeiten. Und da muss man halt die Zeiger selber eintragen. Und dann waren da drunter noch zwei Seiten. Doch, war erst die Uhrzeit und dann die Zeiger selber machen? Oder umgedreht, keine Ahnung. Jedenfalls beim anderen waren zwei Seiten mit bei, wo dann nicht die Uhrzeit stand, sondern die Zeiger. Und dann musste man unten drunter die Zeit schreiben. Fand ich sehr gut. So, dann kann ich euch das noch zeigen. Wir waren bei McDonald's gestern. Wir haben den Becher und den mit Burger. Der ist im Auto noch. So, dann habe ich von meiner Frau ein Portemonnaie bekommen von Hodderlump. Das habe ich von ihr geschenkt gekriegt, vorher ja schon. Das wollte ich die ganze Zeit zeigen und habe es immer vergessen. Der hat auch so einen eingebauten Dingsbums, damit die QR, irgendwelche Strahlen geschützt werden von den neuen modischen Karten, wo man, wenn man die so drüber reicht, damit man dann drahtlos bezahlen kann. Und zusätzlich ist hier noch so ein Ding mit bei gewesen, das kann ich auf Handy kleben. Das sind nur ein Bild und da kann ich dann EC-Karte und so rein machen. Das werde ich wahrscheinlich demnächst auch echt mal machen, weil da kann ich dann so, ich weiß nicht, wie viel da reinpassen, kann ich die wichtigsten Karten mit reinmachen. Das wäre halt, also, oder Ausweis oder was weiß ich. Weil bei Netto zahle ich ja jetzt immer mit PayPal. Das macht sich ganz gut. So. So, dann habe ich geholt, einfach nur zum Testen für uns, wenn sich das lohnt, die haben auch ein Paket mit 3-4 Stück drin und da wollte ich jetzt erstmal testen, so ein Thermobecher ist das. Hier oben hat so einen Verschluss, da macht man auf und dann kann man auch zumachen. So, und da wollte ich mal gucken, ob das wirklich was bringt, dass warm mit warm bleibt und kalt kalt bleibt. Also von der Firma jetzt. Ich weiß, dass Thermo sowas machen kann, aber ich weiß jetzt nicht, ob das hier ist. Und wenn der das kann, dann bestelle ich da halt gleich so einen Satz mit 5 Stück oder so. Oder ich habe ja jetzt schon einen mit noch 3 Stück oder so für die ganze Familie. Da können wir Eis draus essen im Sommer. Wir können was Warmes trinken, wir können was Kaltes trinken. Und wenn wir grillen und was Warmes trinken, oder beziehungsweise die Kids was Kaltes, kann man hier auch so zumachen, dass keine Biene rankommt und das bleibt länger kalt und das ist alles geschützt. Und da wollte ich einfach mal testen, ob das was bringt. Weil wenn wir im Sommer wieder Eis machen und so, dann ist es sinnvoller, wenn man da auch vielleicht einen Deckel drauf machen kann oder wenn man Eisschokolade oder so machen kann, man dann so draus trinken, ist ja ein Loch dran. Aber man kann es verschließen wegen den Bienen. Weil wir haben momentan
Extrem viel mit Bienen hier. Mich hat gestern auch schon wieder hier eine Wespe gestochen. Ja. Dann ist, habe ich auch noch nicht ausgepackt. Achso, das andere ist hier. Dann ist von Yomo endlich mein Zeug gekommen. Das machen wir auch gleich noch. Wir machen aber erstmal hier Amazon zu Ende. Dann habe ich bei Amazon mir noch, habe ich euch ja schon mal gesagt, weil das war jetzt im Angebot, da musste ich zuschlagen, nochmal so eine Alexa-kompatible, also für LED-Lichter mit Fernbedienung. Die brauche ich nicht. Ja, schaltet man dazwischen, dann kann ich die über Alexa steuern. Funktioniert auch mit der gleichen App, mit dieser Haus-App da, wie heißen die? Magic Home Pro. Wie meine LED-Stripes, was ich halt, also das, was ich um den Bilderrahmen habe, beziehungsweise um den Bilderrahmen und hinterm Bilderrahmen ist es auch innen drinnen. Sieht voll cool aus abends. Und ich hatte ja nochmal LED-Stripes geholt und da brauchte ich dann halt hier nochmal. Wobei ich jetzt am Überlegen bin, durch die Fernsehbeleuchtung, ob ich die LED-Stripes überhaupt so mache oder ob ich die hier oben an der Decke mache oder im Flur vielleicht. Oder beim Kinderzimmer, ich weiß es noch nicht. Jedenfalls habe ich, eins kann ich jetzt mit Alexa steuern. Das ist schon mal sehr positiv. So. Weil das ist eigentlich, kostet es mehr. Und dann war ich den Tag online. Was habe ich geholt? Achso, ja, hier, das, was ich gleich zeigen werde, das habe ich gekauft. Und weil ich ja da schon mal drauf war oder regelmäßig immer gucke nach Preisen, wie teuer die sind, hat es mir angezeigt hier und dann irgendwie konnte ich da was aktivieren und Prozente und was weiß ich. Und es war schon sehr runtergesetzt. Ich habe es für unter 10 Euro gekriegt. Und normalerweise hat es über 14 gekostet und dann habe ich dann einfach zugeschlagen. So. Dann habe ich geholt von Baikel einen. Wo ist mein. Ach, da. Ein Wandadapter. Für meine Tochter, also für die kleine Tochter. Die große braucht das nicht. Da haben wir schon alles. Das sind 4 USB-Ausgänge. So groß ist das Ding. Steckdose habe ich auch geholt, kommen wir später noch dazu. Und das kann er dann in die Steckdose machen und dann haben wir halt 4 USB-Stecker, die wir anschließen können für Strom. Weil die Kleine hat ja so ein Nachtlicht und dann ich hole ja demnächst noch ein bisschen was. Und das ist alles über USB. Und wir hatten keinen einzelnen USB-Wandadapter mehr. Weil wir haben halt nur die, die wir nutzen für unsere Handys. Und dann habe ich noch ein paar gehabt, die mir nach und nach abgeraucht sind, beziehungsweise Kumpel gefragt haben und dann habe ich sie nicht wiedergekriegt. Jetzt habe ich halt einen 4er für die Kleine. So. Dann habe ich mir geholt. Weil ich ja demnächst dann auch mal, jetzt wird es ja wieder wärmer, denn doch irgendwann mal Fahrrad fahren will, habe ich mir so eine Fahrradtasche geholt und die hat einfach gut zu meinem Fahrrad gepasst mit den Flammen und dem Schwarz. Und das Geilste ist, da muss ich erstmal gucken, wie das funktioniert. Ich habe hier dann so ein Ding mit bei, wo man das Handy reinmachen kann. Und dann macht man das so rauf und dann kommt das eigentlich normalerweise auf die Stange. Aber dann würde da mich halt nur so hochkant sehen. Und ich will mal testen, wie sieht das aus, wenn ich das Handy einfach verkehrt rum mache. Also nicht nach oben, sondern nach unten. Also hier praktisch die Kamera habe. Und das dann so auf der Stange habe. So, oben auf dem Lenkrad. Da ist ja noch Platz. Da muss ich mal gucken, ob man das halten kann. Weil dadurch, weil das hier zusammen ist, könnte ich dann ein bisschen variieren, damit das schräg ist. Weil bei der anderen Halterung, die ich mir geholt habe, weiß ich nicht, inwiefern, also diese, weiß ich nicht. Und weil ich ja sowieso eine Tasche brauchte, wegen Portemonnaie, wenn ich unterwegs bin, dann will ich nicht meine Bauchtasche mitschleppen. Dann will ich Fahrrad fahren und dann, ja, reicht das. Und da habe ich dann hier halt schön Platz für mein Portemonnaie und eine E-Kippe. Kann mir eine kleine Süße mitnehmen für unterwegs. Also nicht Frau, sondern E-Zigarette. Und hier ist auch nochmal Platz. Da passt das Nötigste drin. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich eine sinnvolle Anschaffung. Dann kann ich auch Taschentücher mitnehmen, wenn wir dann zu, also eine Seite Taschentücher und so ein paar Pflaster und so, dass man was bei hat. Weil wenn man mit Kindern unterwegs ist, aber ich will ja dann mit der Großen auch ein bisschen fahren, dann ist es besser, wenn man auch Taschentücher und Pflaster und vielleicht so eine Tüte mit einem Waschlappen oder so oder mit feuchten Tüchern bei hat, dass man, wenn man unterwegs gegessen hat, wenigstens die Hände abwaschen kann oder
gestürzt ist, dass man das mit abwaschen kann. Ihr wisst, was ich meine. Da muss man für alle gewappnet sein. Und das nimmt nicht viel Platz weg. Das kommt an der Seite, so kommt oben so ruf, hast du links, rechts Platz, bumm, ragt nicht zu weit nach hoch. Passt. So, dann habe ich geholt eine neue Mikrofonspinne. Die PSM1. Zeige ich euch auch mal. Die werde ich jetzt noch nicht nutzen. Sage ich euch auch gleich warum. Hier ist sie. Auch gut justiert schon vom Haus aus, dass die nirgendwo rankommt. Und so sollte die eigentlich sein. Seht ihr das hier mit dem inneren Kreis, dass der hier ist? Das Problem ist, dieses Metall. Wo ist es? Ach, hier habe ich gar keine Verstärkung. Und nicht für den Popschutz. Oh, das ist gut. Die ist besser. Ich hatte davor schon mal eine. Da, wo man auch einen Popschutz vorne festmachen konnte. Hier. Und, also die jetzt dran ist. Und dadurch ist hier der Bügel ein bisschen dick. Und da kommt dann halt das Metall immer ran. Weil mein Mikrofon ist echt sau schwer. Und jetzt hiermit habe ich hier noch mehr Freiraum, bevor das hier nach unten so drauf schlägt, ja. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Weil, so, wenn das Mikrofon nicht richtig, also hier drin ist und hier unten das Metall auf das Metall kommt, wenn ich dann an den Tisch komme, dann stößt das Metall an Metall und das gibt dann diese Bassgeräusche, wo ihr euch beschwert habt bei den Spielen. Das habe ich auch vorher gar nicht mitgekriegt. Ich habe das voll überhört. Da kommt dann diese. Und dann habe ich jetzt eine neue Spinne. Ich habe die Gummis von der alten Spinne schon nochmal einen Knoten drin gemacht. Da hatte ich schon mal, weil ich das gleiche Problem schon mal hatte. Gummis abgemacht, einen Knoten drin gemacht, damit die halt ein bisschen kleiner werden. Und dann alles wieder rumgemacht, ausgerichtet. Jetzt kommt das wieder nicht unten ran, jetzt hält das. Aber ich habe die dann auf Reserve. Wenn das wieder nicht hält, brauche ich keine Gummis nachstellen, weil nochmal kann ich nicht. Da sind schon zwei Knoten pro Gummi drin. Dann kommt die neue Spinne ran und fertig ist. So, dann, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Video gezeigt habe, mein Ring ist da. Sieht man den? Den sieht man, ja. Der ist gekommen. Den kann ich dann gleich zu meinem Schmuck packen. Der andere ist auch gekommen. Den lasse ich auch mal verpackt. Den gibt es auch als Kette. So, können wir das hier wegschmeißen. Dann kam, da fehlt doch was. Ach so, hier. Und von der zweiten Bestellung, der T-Shirt kam auch, was ich mir bestellt habe. Ich habe mir nochmal so einen Ring bestellt mit einem Viking-Kompass drauf. Fand ich cool. Der kam jetzt auch an. Hier habe ich noch nicht ausgepackt. Aber laut Adam Riese und von der Größe her und Länge müsste das jetzt der Löffel sein. Der Kaffeelöffel. Ich habe einen Kaffeelöffel bestellt. Ich habe es euch ja schon gesagt. Oh, der kommt cool. Kaffeelöffel in Form vom Totenkopf. Wartet mal, machen wir mal raus. Ach, Mensch, jetzt muss ich hier erstmal das Papier hier rüber machen. Kommt auch noch viel mehr, Leute. So, das ist der Totenkopf. Als Kaffeelöffel. Ich weiß, es ist Schwachsinn, es ist Blödsinn. Aber der hat wirklich nur 2 Euro gekostet. Und ich liebe Totenköpfe. Und da habe ich gedacht, wenn du sowieso bestellst, kostenloser Versand, 2 Euro. Ja, warum nicht? So, dann ist das für meine Tochter gekommen. Ich habe euch das ja schon erzählt. Ich habe das kleine Schwarze bestellt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dafür bezahlt habe. 5 Euro oder 6 Euro? Ich habe keine Ahnung. Wartet. So rum. So, ein Body. Der ist von 3 bis 6 Monate. Also da passt sie jetzt momentan auch noch nicht rein. Ja, und da steht dann My Little Black Dress. Ja, oder? My little big dress, black dress, genau. Und dann haben wir hier überall Tüll und so dran, auch hier oben. Ja, Fräulchen ist begeistert, hier fällt ihr sehr gut.
Das muss dann jetzt auch neu gewaschen werden. So. Packen wir das aber erstmal wieder ein. So. Packen wir hier mal dazu. Ich mach mal das so, da hinten hin. So, dann habe ich bestellt. Achso, dann muss ich das mal schnell von der Couch holen. Also mein T-Shirt kann ich euch nicht zeigen. Das ist gerade auf der Wäsche. Auf der Wäscheleine. Das werde ich euch nächste Woche zeigen. Das habe ich auch bei Jomo bestellt. Das war so wie... vielleicht füge ich hier irgendwo ein Bild ein. Ich muss mal gucken, ob ich das runter... finde das Bild, dann mache ich das mit drin. Für... Das sollte 14 Euro kosten. Ich habe es aber nur in Weiß. In Schwarz war immer noch teuer. 14 Euro, dann stand da aber runtergesetzt auf 9 Euro und dann stand da unten drunter, wenn du jetzt bestellst, bestellst du mit dem, also irgendein Username stand da mit zusammen und da bezahlst du eine 7,20 Euro. Ah ja, kannst du nicht verkehrt machen, 7,20 Euro im T-Shirt. Ja, und dann wurde mir ja im Livestream empfohlen, My Hummy. Weil meine Tochter doch so eine Schlafprobleme hat. So viel wollte ich jetzt im ersten Blick nicht ausgeben. Deswegen habe ich mir belesen und habe erstmal so eine Eule zum Testzwecken geholt. Die kostet auch über 40. Ich habe die jetzt bei, wo habe ich denn die von? Bei eBay. Bei eBay war das diesmal. Ja, genau, die habe ich bei eBay geholt. B-Ware, also original verpackt von einem Hersteller, Blasülz, ist ein Rückläufer. Also läuft dann unter B-Ware, ist nur ein Rückläufer. Das Einzige, was ich negativ finde, ist, was auch nicht in der Beschreibung stand, stand nur, dass Defekte sein können, Blasülz, die Klappe fehlt. Aber ist mir egal, brauchen wir nicht. Funktioniert, also haben wir vorhin angehabt, funktioniert echt gut bis jetzt. Die Kleine hat es beruhigt. Was ich negativ finde, ist, also nicht gut finde, ist, wir haben jetzt, hier ist überall ein Sensor drin, was man drücken kann. Wir haben jetzt, da will ich auch nochmal separat ein Video zu machen. Hier haben wir Schlafmusik und, also ist aus, halt ausgeschaltet. Schlafmusik und noch irgendwas, Rauschen, glaube ich. Oder Wasserfall, Regen, irgendwas ist das. Und wenn ich da gedrückt halte, 5 Sekunden und hinstelle, dann geht das an. Und geht dann nach einer Weile aus und wenn die Kleine sich dreht oder so, geht es wieder an. Oder zappelt oder so, geht es wieder an. Geht aber nur mit der Schlafmelodie. Das geht jetzt nicht. Auf der Seite haben wir einen Herzschlag. Herzschlag und weißes Rauschen, glaube ich. Damit geht das leider nicht, was My Hummy hat. Aber das ist jetzt erstmal nur zu Testzwecken. Hier unten kann ich Licht an- und ausmachen oder verschiedene Stufen vom Licht. Hier kann ich laut leise machen. Das, also Licht ist denn hier drin. Das Problem ist auch, wir haben hier, ist das hier so dran, ne? Hier kommen die ganzen Kabel an. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das hier abkriegen sollte zum Reinigen. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt geht. Da müsste ich erstmal eine Beschreibung lesen. Weil wenn das nicht geht, ist das noch ein Nachteil, weil My Hummy kann man reinigen. Ja? Die Eule ist wirklich echt süß gemacht. Die haben sie auch als Siegel und so. Und ist auch schön weich. Und kann man dann am Kinderwagen ranmachen. Dafür ist es echt gut geeignet. Aber wenn ein Kind damit schläft, voll sabbert und so, wenn man es nicht sauber machen kann, ist das echt ein Nachteil. Kostet, Originalpreis ist um die 40 Euro. Bei Amazon momentan hatten sie kurzzeitig für 29 Euro. Jetzt ist es wieder bei 34 Euro oder sowas in dem Dreh. Und ich habe es durch Zufall halt bei Amazon gefunden, noch zusätzlich. Ich gedacht, weil wir haben auch Swing to Sleep gehabt und da haben auch hier alle gesagt, das hilft und hat einen Scheiß, hat das geholfen. Deswegen, unsere Tochter ist halt kompliziert, habe ich gedacht, ich jetzt My Hummy für knapp 90 Euro kaufe ich das für 16 habe ich glaube bezahlt, inklusive Versand, glaube ich so, ja. Und gucken, ob das mit dem weißen Rauschen und so überhaupt funktioniert, ob die Kleine ruhiger wird. Wenn das funktioniert, dann kann ich immer noch das zum Reinigen holen, dass man das für unterwegs nimmt oder für oben am Bett oder was weiß ich. Und dann holt man sich zusätzlich noch ein My Hummy. Ja, deswegen das. So. Dann habe ich noch was für mich geholt. Ich habe euch ja gesagt, ich will nächste Woche noch ein Odima Shoppen machen, wo einige Sachen, ja, das habe ich bestellt, bevor das geklappt hat, weil ich wusste nicht, dass es klappt und ich wollte mir eigentlich mal auf der was gönnen. Und danach hat es erst geklappt mit dem Verkaufen, weil ich habe da was verkauft.
Sonst hätte ich das schon vorher. Das kommt nämlich nächste Woche, das Video dazu, was ich mir gekauft habe. Das wird. Ja, da kommt nochmal ein Oliver shoppen. Und ein Unboxing-Hardware-Video werde ich vielleicht dazu auch machen. Und das sollte dann mit bei sein beim Oliver shoppen und die Eule und noch zwei andere Sachen, was ich für Juna bestellt habe. Das, oh, das ist auch voll süß. Das werdet ihr dann sehen. Aber die Eule und das kam jetzt schon. Dann habe ich gedacht, naja, wenn das jetzt schon da ist, dann wäre doch Quatsch, wenn ich es nächste Woche mit drin packe, dann kommt das jetzt alles. Habe ich mir bei Mediamarkt gekauft, beziehungsweise auch bei eBay über Mediamarkt Shop. Warum bei eBay? Ich bin bei Mediamarkt angemeldet. Ich hätte bei Mediamarkt direkt holen können. Ich weiß es auch nicht. Die Matrix Collection. In 4K. Und hier ist das Geile. Wir haben hier Matrix. Also ich habe dafür 50 Euro. Das darf meine Frau nicht wissen. Sonst macht die mich einen Kopf kürzer. Also für die Kleine darf ich nichts mehr kaufen. Das, außer das letzte, was ich gekauft habe. Da hat sie wieder gemeckert. Was hast du schon wieder gekauft? Dann habe ich ihr das gezeigt. Und dann, oh doch, das ist süß. Und hier sind 9 Discs drin. 9 Stück. Es war auch nicht direkt rauszukriegen, was das für 9 sein sollen. Und das ist Matrix in 4K Ultra HD. Und die Blu-ray ist mit bei. Das sind 2, 4, 6. Was sind die anderen? Und das ist sogar HDR. Ne? Und da haben wir dann jetzt hier so Matrix 1 mit dem Kanickel. Weil wie Neo folge dem weißen Kanickel. Dann haben wir Matrix Reloaded Revolution. Was war das? Zweite war Reloaded. Und dann kam Revolution, genau. Dann mit den Schlüsseln. Und dann... Nee, warte mal, so rum müssen wir das machen. Soll ja vernünftig sein. Und dann kam Revolution. So. Und jetzt gucken wir da mal rein. Also, wir haben einmal eine 4K Ultra HD, HDR Ultra HD Blu-ray. So steht es hier drauf. Oh, meine Frau wird sich freuen, das muss er mit mir gucken. Nein, muss sie nicht. Vielleicht doch. Oder ich gucke, wenn sie schläft mit der Kleinen. So, dann haben wir eine Blu-ray und dann haben wir... Ach, eine Spezial ist noch mit bei. Da ist wahrscheinlich hinter den Kulissen oder so mit bei. So, ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt gewünscht, die Ultra HD, die Blu-ray und Spezial... Ich will jetzt nicht zu viel sagen, nicht, dass es dann doch mit bei ist. Aber ich hätte mir jetzt ehrlich gewünscht, 4K, Blu-ray und Spezial, wenn da nicht nur die 4K und die Blu-ray-Version und Spezial mit bei gewesen wäre, wenn da vielleicht so ja noch Animatrix mit bei gewesen wäre. Weil Animatrix spielt ja zwischen Matrix 1 und Matrix 2. Und im Prinzip ist es so die Verbindung zwischen Matrix 1 und Matrix, dem Spiel für die PS2. Also das habe ich auch gespielt. Aber davon mal abgesehen. So. Nee, so sieht es scheiße aus. Ich muss das anders machen. So. So. Ich bin nicht gewöhnt, dass... So, genau. Wenn ich rauf gucke, links muss Matrix, Matrix Reloaded. So. So soll das sein. Das packen wir jetzt als nächstes weg. So. Dann die Eule haben wir schon gemacht. Kommt das nächste. Da muss ich auch nochmal los. Wir wollten ja heute nochmal mit der Kleinen, also wir waren jetzt schon einmal mit der Kleinen einkaufen. Heute. Und wir wollten jetzt eigentlich nochmal los, aber dann hat sie erwähnt und war nichts zu machen. Also da wollte sie nicht mal Kinderwagen. Dann war halt wieder nach Hause, ein bisschen beruhigt. Eule angeschmissen zum Testen. Dann hat sie mal gepennt. Weil ich hab einen kleinen Pool geguckt. Haben sie bei Netto gehabt. Also da haben sie schon eine ganze Weile bei Netto. Liegt schon eine ganze Weile da. Will irgendwie Kinder kaufen. Mit 3 Ringe ist der. 100x23. Und dann haben sie noch einen größeren 123x23 oder so. Nee, 122x23. Für den habe ich 1 Euro bezahlt. Und Luftmatratzen haben sie auch noch. Also, die haben aber leider nur noch den blauen. Ist aber scheißegal. Aber
Von den Nummer größer haben sie den Orange mit dem Boden blau. Und Luftmatratzen haben sie, wie gesagt, auch noch. Da muss ich noch gucken, welche Farbe. Und wenn die auch einen Euro kosten, dann kaufe ich natürlich noch die größere Version davon und zwei, drei Luftmatratzen für die Kids. Also für meine große Tochter, für mich, für meine Frau will ja sowieso nicht, aber das für die Kleine dann auch. Man weiß ja nie, mit Luftmatratze kann man immer gebrauchen. Wenn ihr zum Beispiel eine Freundin hier pennen will oder so, aufgepustet, zack, bumm, kann man drauf pennen. So. Dann haben wir bei Repo geholt. So, einmal so ein Flaschenwarmhalt-Dingsbums. Ich hatte ja welche gekauft, aber das sah so süß aus. Mit dem Engelchen und den Herzen und passen zwei große Flaschen drin. Mussten wir einfach haben, mussten wir nehmen, weil für den Preis, das hat 7,50 Euro gekostet, also 7,49 Euro gekostet. Und da passen zwei Flaschen drin und das ist hier ein bisschen stabiler, also ist größer und da ist, müssen wir mal gucken, ich denke mal, das hält länger die Wärme. Dann haben wir für das Auto, hatten wir ja schon mal so Rollladen so geholt mäßig, aber das macht die Gummis kaputt im Auto. Und da haben wir uns jetzt geholt hier einmal für 1 Euro und immer für 1,99 Euro. So eine Dinger, die man hinten drin machen kann, weil das Licht hinten bei der Kleinen manchmal zu extrem ist. Und dann hat die so ein bisschen Probleme. Und dann haben wir das halt nochmal, ja, so, genau das gleiche mit ihm Nuppel geholt. Warum wir jetzt zwei geholt haben, hier sind jeweils zwei hier drin und das eine hat hier zwei Stück, circa 44 mal 36, zwei Stück, 38 mal 43. Ja, und da wollen wir mal gucken, welches davon gut ist und welches nicht gut ist und für den Preis kann man nicht verkehrt machen. Dann achso, das von meiner Frau noch. Das haben wir auch bei Repo geholt. Das haben wir nicht bei Repo geholt. Das haben wir noch bei Repo geholt. So, dann kann ich das hier schon mal rausholen, damit ich das wieder reinpacken kann. So. Dann haben wir einmal eine Steckdosenleiste mit drei Steckern geholt für Frauchen oben für die Couch, dass sie mehrere Sachen gleich daran machen kann, weil sonst muss sie jetzt, die tauscht jetzt gerade immer. Und ein Dreier reicht aus, die wollte keinen großen. Hat sie gesagt, Dreier reicht aus. Oder nehmen wir hinten für einen Router. Nee, hinten für einen Router wollte, oder? Wollten wir da nicht wahrscheinlich den nehmen? Ich weiß es nicht. Dann einen großen für das Kinderzimmer. Für das Radio und dann das USB-Teil und wer weiß, was wir noch haben. Was ich denn holen werde. Ich habe so süße Sachen gesehen. Vielleicht dann nochmal eine Lichttafel für Juna oben mit Achso, hat sie ja schon, glaube ich. Aber nicht mit Farbwechsel. Naja. Und dann nochmal eine für das Wohnzimmer für Frauchen. Ich denke mal, die kommt dann beim Router ran, weil die hat ja auch einige Geräte vorne drauf und irgendwie, die hat viel zu wenig Stecker. So, dann packen wir das mal wieder ein. Dann kann ich nämlich dann alles hochbringen zu Frauchen. Achso, dann können wir den Wandadapter, kann ich ja schon mal mitnehmen. Und das Kleid kann ich mit hochnehmen. Also den Body, besser gesagt. So, dann hat sie sich, das ist jetzt nicht von mir, so LED-Kerzen geholt. Sieht man das? Für 89 Cent hat sie sich zwei Stück geholt. Dann haben wir, weil es ja warm wird, bei Rossmann geholt, Hip Sonnenmilch, ultra sensitiv für die Kleine. Und hat jetzt, also ist jetzt nicht so ein großer, also gehört eigentlich beim Wocheneinkauf mit. Ah ja, machen wir jetzt hier mit drin. Und Babysanft Gesichtscreme für, also dass man halt auch was in der Wickeltasche machen kann, was nicht so groß ist. So. Dann habe ich geholt, einmal, weil wir gerade bei Kick waren, so ein Pack Kick-Batterien. Und heute, wo wir bei Netto waren, habe ich dann nochmal zweimal geholt, weil mir das eine Pack hier zu wenig war. Weil hier sind nur 8 Stück drin. Und irgendwie gehen jetzt neuerdings hier überall die Batterien leer. Und ich habe nur noch die großen gehabt, die Doppel-A und keine Dreifach-A. Und deswegen habe ich jetzt hier nochmal Dreifach-A geholt, dass ich da auf der sicheren Seite bin. Ja. Wartet jetzt schon? Krasse Scheiße, wir sind doch schon fertig. So, dann kann ich das nämlich gleich hoch zu meiner besseren Hälfte bringen. Dann können wir nämlich das Radio und so und Steckdose gleich schon mal anschließen.
Achso, hier seht ihr das so, ja. Ja, also ist halt B-Ware, ist halt nochmal zusätzlich geklebt worden. Und hier ist er halt drauf mit Licht, die Eule. Gibt es, wie gesagt, auch als Igel und als Bär. Quai-Sensor. Ja, die geht 20 Minuten. Nee, Quai-Sensor. Achso, nee, Quai-Sensor, das geht nur an, wenn das Kind brüllt. Dann geht es 20 Minuten an. Und dann springt es wieder nach vorne. Also nach lautlos. Sollte das Kind wieder blinken, geht es wieder, wieder an für 20 Minuten. Wenn es nicht blinkt, schaltet sich das nach 3 Stunden automatisch aus. Also der ist in diesem Sensor drin und wenn es 3 Stunden nichts passiert, dann geht er komplett aus. Die ist auch echt süß, die Eule. Muss ich wirklich sagen, die ist wirklich zuckersüß gemacht. So. Können wir das alles wegpacken. Das kommt dann zum Fahrradzeug. Das muss ich dann allerdings noch sehen, dass ich das hier alles noch wegräume. Die Blue Ace, den werde ich mal so wegpacken, dass meine Frau das nicht sieht. Weil das Einzige, wie gesagt, was ich jetzt für mich geholt habe, sind Batterien, was ich brauche. Die PSM1, also die Spinne und die Fahrradtasche. Alles andere, ja, und die LEDs, das Amazon-Ding. Also die Steuerung, dass ich Alexa halt sagen kann, was an- und ausgehen soll. Also für LEDs. Wobei ich da noch nicht mal sicher bin, ob das bei mir im Zimmer kommt oder bei der Großen im Zimmer kommt. Also von daher ist das eigentlich nicht für mich. Das ist das Einzige mit der Fahrradtasche, ein Prinzip, was direkt nur für mich ist. Nee, hier, doch Quatsch, die Ringe. Aber das sind 2, 4, 6 Euro, 7, 8, 8 Euro mit dem Kaffeelöffel. Also nicht wirklich der Rede wert. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, unten drunter ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ihr könnt auch einen Kommentar da lassen, wenn ihr Fragen habt. Oder einfach so einen Kommentar da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich habe auch für einen Rebell heute schon ein Kochvideo gemacht, wo ich das Knorr, diese Tütensuppe mache oder was das ist. Weil Rebell sich das gewünscht hat. Ja, und das war's eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gemacht habe, aber war lange genug, würde ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Also, Bimmelglocke nicht vergessen und mir vielleicht ein Abo aufs Auge drücken. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.